Ja, moin moin, herzlich willkommen. Hier ist mal wieder euer Rumpel mit einem kleinen Tutorial heute zu Parworld. Ja, und dem Thema ja, FPS-Drops, sage ich mal, vom Server. Ja, wir saßen vorhin in einer kleinen netten Runde zusammen, der Kollege und meiner einer, und er sagte mir oder berichtete, dass bei ihm auf dem Parworld-Server die FPS-Drops ziemlich runtergehen, vor allem jetzt ungefähr nach 1700 Stunden circa oder ein bisschen mehr sogar. Ja, das ist teilweise, wenn man fliegt oder wenn man in der Base rumläuft, die FPS waren teilweise sogar bei, ja, vom Server bei 8, 12, 13, 14. Und das kann ja nicht angehen. Und dann, ja, haben wir geschaut, was für Möglichkeiten haben wir. Gibt es denn Tipps und Tricks dazu noch? Und dann fiel mir wieder ein paar Befehle und ein paar Sachen ein. Und die habe ich dann auch mal auf dem Server ausprobiert. Ja, es gibt eine Möglichkeit, die ihr anwenden könnt. Ganz einfach. Ihr geht im Spiel einfach unter euren File Manager. Ja, geht unter PAL, geht unter Saved, geht unter Config, geht unter euren Linux-Server oder Windows-Server, je nachdem. Sucht die Engine-INI aus und macht folgenden Eintrag. Wichtig ist hier unten, die Klammer setzt Script Online Subsystem Utilities IP.NET Driver. So, und dann kommt da unten die, ja, oder der Befehl oder die Zeile hinzu: Net Server Max Tick Rate. Das ist genau wie damals bei den ganzen Counter-Strike-Servern oder bei anderen Spielservern, wie man es gemacht hat, oder die High-Tick-Rate-Server. Man erhöht ganz einfach die Tick-Rate. So, viele haben sie, sag ich mal, Standard ist bei 60. Es gibt natürlich auch viele Serveranbieter, die da Schmuhn machen. Drücken sie runter auf 30, ihr spielt 500 Stunden und euer Server rennt unten bei 5, 6 FPS und ihr könnt das Spiel vergessen. So, Standard sollte Palworld auf 60 Tickrate eingestellt sein. Viele erhöhen sie auf 90 und es wird auch empfohlen, nicht höher als 120 zu gehen. Das haben wir auch gemacht. Und ja, wie gesagt, der Befehl, das fiel mir vorhin wieder ein. Das habe ich dann auch gemacht, oder wir haben es auch gemacht, genau. Und ja, die Tickrate auf 120 erhöht. Dann kommt natürlich dann Folgendes raus. Wir haben den Server jetzt ja auch gestartet. Und jetzt kann es mal ganz kurz laut werden. Wir gehen dann einfach mal ganz kurz auf den Server drauf und zeigen euch das mal. Ja, wir haben jetzt natürlich nicht 120 FPS da unten stehen. Ja, das kommt natürlich nicht vor. Aber, weil wir haben ja auch schon drauf gebaut, einige Gebäude drauf. Und was ich jedem empfehlen kann, spielt, wenn es geht, nicht, oder baut, wenn es geht, nicht nahe aneinander. Ja, haltet ein bisschen Platz ein. So, das war das falsche Passwort. Oh, dicke Finger. Oh, gucken hier. Das ist auch kein Geheimnis. So, ja. Und wir gehen jetzt mal drauf. Und im Bereich, man hat normalerweise, so wie wir jetzt haben, vom Bauen her, ja, liegt das Server zwischen 50 und 60. Und ja, so sind wir auch drauf hier auf dem Server. Und jetzt schauen wir das Ganze uns mal an. Ja, wir sind im Bereich 80, 82 FPS, 60, 66, 79, 75. Also es bringt schon einiges, sag ich mal. Ja. 87, 90. Ja. Höher möchten wir aber auch nicht gehen. Und ja, es macht sich schon bemerkbar. Ja. Ja. Wir haben es natürlich auf dem Server vorhin getestet, der bei 1700 bis 1800 Stunden hatte. Da bleibt es im Bereich 50, 55, ja, auch mal 60, gerne noch mal auf 70 hochgehen, aber im Bereich, sag ich mal, 50 ist schon sehr gut. Gut mit mehreren Leuten drauf, die gleichzeitig spielen, ihr wisst es selber, ne, WLAN-Verbindung, viel gebaut, naheinander gebaut. Es liegt nicht an den Server, die Server liegt einfach an der Programmierung vom Spiel. Ja. Ich sagte letztens auch, man hat das, oder kennt das damals durch Spiele wie zum Beispiel irgendwelche Rennspiele, ja, es kommt einer in gleicher in Kopfhöhe, sage ich mal, der eine lenkt links, der andere rechts und der andere, sage ich mal, der rechts lenkt, wird dann links mitgezogen. Ja, und karambuliert da irgendwo, fährt vom Baum, weil er seinen Wagen nicht mehr steuern kann. Und so ähnlich ist es auch hier. Ja. Die FPS, ja, die können schon ganz schön mal in den Keller gehen. So, auf jeden Fall, ihr habt gesehen, es ist möglich, die FPS hier zu erhöhen. Ja, und das ohne Probleme. Und ihr merkt das schon, wenn die hier herlaufen oder was, ja, ich kann es auch schon mal wieder ein bisschen fallen, ja.
Da bin ich da hängen geblieben. Wir haben hier so eine Miniaturbase hier. Wollen wir mal gucken, wenn ich jetzt hier bin. Da sehe ich 70, 72, 71. Ja, und wenn ich ein bisschen rüber gehe, ein bisschen wo weniger, sag ich mal, Gebäude sind, weniger Preis, ja, sind auch teilweise an die 90 bis 100 FPS ja, möglich. Gut, ich bedanke mich erstmal in diesem Sinne hier fürs Zuschauen. Wir haben es jetzt auch, ja, großartig ist, ich habe nichts vergessen zu erklären. Wünsche euch, wie gesagt, noch eine gute Nachtruhe und sag bye bye. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Lieb Gruß, euer Rumpel.